Achtung, Achtung, hier ist Runzendorf, Runzendorf auf Welle 0,5. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen einen heiteren Abend von Runzendorf auf eine Grammophonplatte übertragen. Sie hören zunächst den offiziellen Wetterbericht. Der offizielle Wetterbericht des Meteorologischen Krematoriums zu Runzendorf besagt, das Zentrum der Zyklonfamilie 56E liegt über Irland. Aus dem Norden werden kalte Stürme und Regenwehen gemeldet, sodass die zurzeit herrschenden warmen Winde in Berlin in kurzer Zeit verstrichen sein dürften. Aussichten für morgen ein bisschen kühler, vorübergehend Regenschauer, vielleicht auch ab und zu ein paar Wolkenbrüche, vielleicht auch ein bisschen wärmer und Sonnenschein, nichts Genaues weiß man vorläufig überhaupt noch nicht. Achtung, hier ist Runzendorf auf Welle 0,5. Meine Damen und Herren, Sie hören das Programm der nächsten Woche. Montag Übertragung aus dem Opernhause, Riegel Otto. Dienstag die hungrigen Motten, Mittwoch Natron der Weise, Donnerstag Maria Stuttgart, Freitag der Prinz von Humbug und Sonnabend Übertragung der Reden berühmter Staatsmänner von der Weltkonferenz. Einleitende Worte die Märchentante. Märchentante, das stimmt ja nicht, Pauline. Du hast mir wieder die falschen Formulare gegeben. Ich habe dir überhaupt keine Formulare gegeben. Du hast mir sie hierher gelegt. Ich aber nicht. Jawohl, du. Wo sind denn die anderen Formulare? Ich habe überhaupt... Du hast sie? Ich habe keine. Achtung, hier ist Runzendorf auf Welle 0,5. Lass doch die Hiener mich in meinen Senderaum rein. Welle 0,5. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören jetzt den offiziellen Bericht der Freiwilligen Feuerwehr zu Runzendorf. Ich will einmal sprechen, wir haben dies Jahr bloß ein Feuer gehabt. Das Feuer entstand durch die Irrsinnigkeit des August Klümpel oder weil Kinder zum Viehfuttern verwendet wurden. Der Besitzer des Brandobjektes konnte keine Löschversuche nicht machen, weil er nicht zu Hause war und weil er auch kein Wasser nicht hatte. Vom Nachbardach aus gab der Bäcker freilich mit kräftigem Strahl sein Wasser ab und alle Löcher der Nachbarn wurden mit Mist verstopft. Gerettet wurde bloß eine Kuh und eine Kommode, welche gestohlen wurden. Dieser Fall lehrt wieder einmal recht deutlich, dass die Brandstätte keinesfalls also weit vom Spritzenhaus entfernt sein darf. Achtung, hier ist Runzendorf auf Welle 0,5. Sie hören zum Schluss den Foxtrott, den Original-Foxtrott unserer Funkkapelle. Wir haben ja gar keine Funkkapelle, nicht? Wir machen uns unseren Kram alleine. Fang an, Hermann. Ticke, tacke. Achtung, der heitere Abend ist beendigt.